Hallo und herzlich willkommen wieder auf der Wiese. Und in diesem Türchen geht's um, vielleicht vermutet ihr es schon, nochmal unsere Herbstfärbung unserer Blätter. Ich möchte noch eine Kleinigkeit ergänzen, die ich im ersten Teil, ja, ehrlich gesagt, vergessen habe. Ein weiterer wichtiger Bestandteil von einem Blatt, neben eben der Zellulose und dem Lignin, ist noch die Cuticula-Wachse. Ja? So, die meisten Blätter haben ja auf der Blattvorderseite eine Wachsschicht, die verhindert, dass da Wasser, also die erstmal dafür sorgt, dass da Wasser gut abperlt, wenn das Ding mal nass wird, damit es dann schnell wieder trocken ist, damit es schnell wieder regulär Photosynthese machen kann. Außerdem verhindert die das Eindringen von Bakterien, Pilzen oder sonst was. Ist auch ein gewisser mechanischer Schutz. Und je nachdem, wie dick die ausgeprägt ist, kann es auch ein Frostschutz sein für Blätter, die immer grün sind und im Winter halt auch irgendwie an der Pflanze bleiben müssen und dann verhindern müssen, dass sie dabei einfrieren bzw. dass sie beim Frieren zerreißen. Das ist so das Hauptproblem. Einfrieren darf man schon, wenn man dabei nicht kaputt geht, ist das kein großes Problem. Nur eben kaputt gehen, das wäre es dann. So, und dieses Cuticularwachs, das enthält natürlich auch nochmal schwer abbaubare Inhaltsstoffe, die auch erstmal nur zerkleinert werden. Die sind mechanisch ohne größere Probleme zu zerkleinern. Das heißt, wenn sich der Regenwurm das Blatt holt, wenn sich irgendein Käferchen das Blatt holt, wenn sich irgendeine Raupe das Blatt holt, dann ist das alles gar kein Problem. Die kriegt das zerbissen. Gerade die größeren Tiere, die sowas kaputt beißen, haben da einfach überhaupt keinen Widerstand mechanischer Art, wenn die so ordentliche Zangenmundwerkzeuge haben. Aber zersetzen tut sich das jetzt erstmal noch nicht. Es wird also wirklich nur auf sehr kleine Ebene zerbissen und zerkleinert. Ja, nur damit wir das auch noch mal erwähnt haben. So, für alle weiteren Prozesse, die jetzt über das Zerbeißen, da waren wir ja stehen geblieben, die Blätter werden zerkleinert, werden zerbissen von eben den größeren bodenbewohnenden Tieren. Alle weiteren Prozesse, die jetzt folgen, die sind im Wesentlichen abhängig davon, wie gut die Bedingungen zur Zersetzung von organischem Material eigentlich sind. Übrigens alle, die jetzt, spätestens jetzt an der Zersetzung beteiligt sind, die nennen wir Destruenten. Das sind die sogenannten Zersetzer, aber der Fachbegriff sind eben die Destruenten. So, wichtige Bedingungen, die man für eine ordentliche Zersetzung braucht, ist zunächst mal das richtige Maß an Feuchtigkeit. Ja, das bedeutet Mittel. Es sollte nicht alles völlig unter Wasser stehen, weil dann fehlt es an Sauerstoff. Sauerstoff ist für viele Zersetzungsprozesse, insbesondere für den Ligninabbau, das geht gar nicht ohne Sauerstoff. Aber für viele andere Zersetzungsprozesse ist Sauerstoff sehr, sehr wichtig und spielt eine große Rolle. Und darum darf es halt nicht unter Wasser stehen, weil was unter Wasser ist, ist bekanntermaßen schwierig mit Sauerstoff, also mit so aufnehmbarem freien Sauerstoff, wie wir ihn zur Atmung beispielsweise benötigen. Das fällt unter Wasser eher schwer, wenn man jetzt keinen Fisch ist und Kiemen hat und entsprechend darauf angepasst ist. Und die meisten Mikroorganismen haben dieses Problem auch. Die können aus dem Wasser, weil sie haben keine Kiemen, Bakterien haben grundsätzlich keine Kiemen, können aus dem Wasser eben nicht einfach so den Sauerstoff rausziehen und sind dann unter Wasser. Im Regelfall wenige Ausnahmen, wo sie Sauerstoff aus dem Gewebe nutzen können, wenn sie ein Gewebe zersetzen und da ist Sauerstoff drin, dann können sie sich den schnappen, bevor der quasi ins Wasser abdampft und können den dann wiederum nutzen, um das Gewebe weiter zu zersetzen. Das geht. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann ist unter Wasser eine Zersetzung mit Sauerstoff, mit oxidativen Prozessen sozusagen nicht möglich. Und die ganz normale Verdauung, die Tiere und Mikroorganismen, die stinknormale Verdauung nutzen, das ist ein oxidativer Prozess. Ja? Also wenn wir was futtern, dann ist das immer und verdauen, dann ist das immer eine Oxidation. So, und drum zu viel Wasser, blöd, weil Oxidation geht da nicht. Zu wenig Wasser, auch ein Problem, weil jedes Lebewesen irgendwo auf das Vorhandensein von Wasser angewiesen ist. Einige Spezialisten brauchen nur sehr wenig Wasser, wie eben Wüstenpflanzen, wie Sukkulenten, ein Kaktus, eine Euphorbie. Wer sich an die Kanarenreihe erinnern mag, ich weiß, die gucken jetzt nicht ganz so viele Leute, aber trotzdem, wer sie gesehen hat, weiß jetzt, was eine Euphorbie ist. Und nichtsdestotrotz sind das so ein paar Beispiele, die besonders gut mit Trockenheit klarkommen. Auch irgendwelche bei unseren heimischen Gewächsen vielleicht am trockensten resistent, am trocken
Heizresistentesten dürfte der Wacholder sein, der Juniperus communis. Hier steht einer. Die müssen nicht auf trockenen Böden stehen, aber die sind sehr, sehr resistent, was Trockenheit angeht und vertragen da wirklich so einiges. Das ist dann schon beeindruckend, was die diesbezüglich drauf haben, die guten Wacholder. So. Zu trocken, also deswegen ein Problem, weil jeder muss trinken, jedes Lebewesen muss in irgendeiner Form trinken, wenn wir das so nennen wollen. Und drum muss sich das Wasser, der Wassergehalt irgendwo zwischen 100% und 0% befinden. Im Idealfall zum Beispiel im Holz eine Holzfeuchte von 15 bis 25, ja, also 15% ist eigentlich schon sehr, sehr gut, bis 25% ist dann auch noch gut und danach wird es dann schon wieder zu feucht. Nur damit wir da mal eine grobe Vorstellung haben, wie viel Feuchte wir denn da gerne brauchen. Ja? Und natürlich brauchen wir dann auch Sauerstoff. Das resultiert aber aus dem, was ich gerade schon gesagt habe, dass wir nicht 100% Wasser gebrauchen können. Und dann kommt es noch stark auf die Temperatur an. Weil die meisten kleinen Lebewesen, seien es jetzt Mikroorganismen oder ein Käfer, sind nicht in der Lage, ihre Körpertemperatur zu regulieren bzw. künstlich hochzuhalten. Wir Säugetiere tun das ja so, dass wir quasi einen Dauerstoffwechsel haben, der die ganze Zeit eine gewisse Verbrennung in Gang hält, damit wir halt immer von der Umgebungstemperatur unabhängig unsere Körpertemperatur auf 37 Grad halt irgendwie halten können. So. Und das haben die ganz kleinen Organismen nicht. Wenn die Außentemperatur da 5 Grad beträgt, dann beträgt die Innentemperatur von so einem winzig kleinen, wutzeligen Bakterium auch 5 Grad. Und zwar ganz genau. Also die sind nicht in der Lage, mit ihren wirklich Mini-Stoffwechselprozessen nennenswert Wärme zu erzeugen, um ihre eigene Temperatur über die Umgebungstemperatur ansatzweise drüber zu erheben. Außer es sind ganz viele Bakterien, dann funktioniert das. Das wäre dann sowas wie ein Gärungsprozess, wo dann ganz viele nebeneinander ein kleines bisschen Wärme abgeben. Aber weil es halt ganz viele sind, gibt es dann irgendwann ganz viel Wärme und dann kriegen wir einen zum Beispiel dampfenden Haufen Mist. Warum ein Misthaufen dampft, liegt einfach daran, dass die Mikroorganismen in der Masse dann eben doch bei ihren Stoffwechselprozessen sogar richtig, richtig viel Wärme produzieren können. Aber auch nur in der Masse. Das ist halt eben wichtig. Masse vor Klasse gilt bei kleinen Lebewesen. Gut, jedenfalls je wärmer es außen ist, desto wärmer ist das Mikroorganismus. Dingelchen. Und dann kann es eben entsprechend schneller die biochemischen Prozesse in seinem Inneren ablaufen lassen, weil die sind temperaturabhängig und laufen optimal um so Temperaturen von 24, 25 Grad. So meisten, in den meisten Fällen sind das so die Temperaturoptima. Es kann auch zu heiß werden, ja? Also spätestens ab 55 Grad beginnen die ersten Eiweiße zu denaturieren und sind dann schlicht und ergreifend kaputt. Ab da ist kein unangepasstes Leben mehr möglich, außer man ist halt irgendein komplexerer Organismus, der Kühlsysteme entwickelt hat. Da wäre jetzt wieder der Mensch ein Beispiel, der hat sogar ein sehr effizientes Kühlsystem, nämlich Schwitzen. Schwitzen ist eins der effizientesten Kühlsysteme, die die Tierwelt bisher so hervorgebracht hat. Ja, wir haben ja nicht viele besonders herausstechende körperliche Attribute, außer dass wir auf zwei Beinen gehen. Ja, und auf Platz 2 kommt dann eigentlich auch schon das Schwitzen. Das ist schon eine ganz, ganz krasse Sache, die kaum ein anderes Tier so drauf hat wie wir. Und wir können damit also wirklich extrem hohe Temperaturen sehr, sehr gut runterkühlen. Viel besser als viele andere Organismen. Ja, oder man ist halt eben irgendwie besonders mit besonders schuppiger Haut wie irgendeine lustige Echse ausgestattet. Es gibt da den berühmten Dornenteufel, der die ganze Zeit tanzend in der Wüste rumrennt und immer zwei Beine vom Boden hochhebt und die anderen Beine dann wieder und dann diesen und diesen. Stellt euch das mit den Hinterbeinen bitte auch vor und dauernd so macht, einfach weil der Sand so heiß ist, dass es sich sonst die Pfoten verbrennen würde und drum immer nur zwei Pfoten auf dem Boden. Die anderen zwei können gerade abkühlen und dann wieder tauschen und so weiter. Das sind solche Anpassungen. Ja, also extreme Hitze nicht gut, zu viel Kälte auch nicht gut. Unter 5 Grad, 5 Grad ist so die magische Grenze, ist langfristig ein mikrobieller Abbau von Biomasse nicht so richtig möglich. Jedenfalls kein vollständiger Abbau. Was geht, ist eine gewisse Zersetzung, eine gewisse mechanische Zersetzung und ein Abbau bis zu einem gewissen Punkt, nämlich bis zu dem Punkt, wo es Humus ist.
Und damit sind wir jetzt am nächsten Thema, denn wir müssen jetzt nach der Zerkleinerung von unseren Blättern uns klar machen, was ist der nächste Schritt. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder Mineralisierung, das heißt, die Blattmasse wird vollständig abgebaut. Alles, was da an organischem Material drin ist, das sind die eingangs am Anfang beim ersten Teil erwähnten Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff, die drei riesen wichtigsten Bestandteile und dann noch der Stickstoff, der ist natürlich auch nochmal wichtig, aber hier beim kleinen Finger. Die werden vollständig umgesetzt im Regelfall. Ja? Das nennt man dann Mineralisierung, weil wenn die weg sind, dann bleiben nur noch die sogenannten anorganischen Materialien übrig, nämlich das Calcium, das Magnesium, zum Beispiel auch Eisen, Molybdän, Mangan, Selen, theoretisch Natrium, Schwefel und unser Phosphat. So. Und die werden dann einfach als Rest übrig bleiben, weil die kann keiner fressen. Mikroorganismen können mit denen nichts anfangen. Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff bilden immer ein CO2 zum Beispiel. Dann manchmal auch noch eben mit noch ein bisschen Wasserstoff dran. Und dieses kann bis auf CO2-Basis, also ein Methan zum Beispiel, CH4. Ja, ob da Sauerstoff dran ist oder nicht, ist relativ uninteressant. Aber ein Methan enthält Nährwert. Von dem Methan können Mikroorganismen leben. Die können Methan noch weiter abbauen und CO2 draus machen. Die oxidieren sozusagen ein Methan einem halben CO2. Und wenn sie zwei Methans haben, dann können sie ein CO2 draus machen. Und dabei kommt noch jede Menge Wasserstoff bei rum. Ja, grob, ganz, ganz grob. Bin ja jetzt auch nicht der Hardcore-Chemiker. Aber die einfachste Kohlenwasserstoffverbindung enthält noch einen gewissen Nährwert. Und eben alle Kohlenwasserstoffe, die jetzt in unserem Blatt drin sind, werden bei der Mineralisierung von irgendwem aufgefressen. Je komplizierter die Verbindungen, in der die drinstecken, zum Beispiel eben in der Cuticula, ne, in den Wachsen, auf den Blättern, da dauert es erheblich länger, bis die klein sind. Der Stängel, der eben Anteile von Lignin enthält, dann dauert es viel länger, bis das Lignin separiert ist und alles um das Lignin drumherum und in dem Lignin drin langsam weggefressen wird, während das Lignin selber immer noch nicht angerührt werden kann von Bakterien zum Beispiel. Und nach werden die Sachen eben immer mehr zersetzt und immer mehr auf das reduziert, was letztlich nicht mehr zersetzbar ist, nämlich Elemente. Ja? Und nur die mineralischen Elemente, wie die genannten Calcium, Magnesium und so weiter und so fort, wenn die in elementarer Form vorliegen, was sind sie dann? Ja, sie sind schwer und liegen als Feststoff vor und bleiben als solcher im Boden liegen. Was ist denn mit einem CO2? Wenn ich zum Beispiel jetzt wirklich das letzte Methan, was da irgendwie noch drin ist, oder ein langkettiger Kohlenwasserstoff, wie meinetwegen ein Oktan, kommt in Pflanzen nicht vor, aber nur theoretisch, wir hätten ein Oktan, das wäre jetzt in Erdöl zum Beispiel drin, also ein 8 Cs mit jede Menge Wasserstoff drumherum. Wenn der so vollständig abgebaut ist, dann wird da das erste CO2 abgeschossen, Energie wird frei und derjenige, der rumknabbert, kann die Energie für sich nutzen. Dann hast du noch 7 Cs, dann wird das nächste C abgeschossen, dann hast du noch 6 Cs und wieder wird Energie frei und derjenige, der rumgeknabbert hat, kann die Energie für sich nutzen und so weiter bis hin zu einem C, das Methan, und selbst das kann dann noch oxidiert werden und auch da wird wiederum Energie dann frei, die genutzt werden kann geht doch, oder? Methan kann schon noch von irgendwas genutzt werden. Also mindestens Ethan. Ich meine, Methan geht auch noch. Wenn ich da jetzt Schwachsinn erzählt habe, dann ist das jetzt peinlich. Gut, ich schreibe es euch in jedem Fall unten hin, ob das mit Methan... Aber ich meine schon, ja. Ob das mit Methan noch geht. So, aber im Endeffekt ist das, was abgespalten wird, immer CO2 und das ist nun mal gasförmig und drum landet das nicht im Boden, sondern macht und dann ist es halt weg, beziehungsweise in der Atmosphäre, wie wir wissen, ne? Was nicht immer gut ist, manchmal auch sehr gut, aber nicht immer gut, kommt auf die Menge an. Ja? So,
Und dann haben wir im Prinzip nur noch die Stickstoffverbindungen. Und interessanterweise sind die Stickstoffverbindungen, wenn sie dann nicht im Boden landen, als was Komplexeres, nämlich Ammoniumstickstoff zum Beispiel oder Nitrat, ist ja auch so ein bekannter Fall, das auch gerne mal im Grundwasser landet. Wenn sie das nicht tun, dann kann da draus zum Beispiel auch sowas wie Lachgas werden oder Ammoniak. Und das ist jetzt wieder jeweils gasförmig und würde dann auch diesen hier machen. Ne? Wobei bei normalen Abbauprozessen von Blättern entstehen weder Lachgas noch Ammoniak. Ja, aber nur theoretisch wäre das auch ein Abbauprodukt von Stickstoffverbindungen. Ne? Unter bestimmten Bedingungen, nämlich anaerob. Wenn der Sauerstoff fehlt, dann wird eher mal sowas wie Ammoniak gebildet, weil es eben unter anaeroben Bedingungen, ohne dass eine Oxidation als Abbauprozess, also eine Anknüpfung von Sauerstoff stattfinden kann, muss irgendwas anderes her. Und das bildet dann oft so Endprodukte, die auch Nutzen haben, aber teilweise eben auch durchaus als giftig anzusehen sind. Ja? Ammoniak. Beispielsweise eben. Gut, das ist die Mineralisation. Ja? Ein Abspalten von dem Kohlenwasserstoff nach dem anderen, bis sie ja wirklich alle weg sind und nur noch Mineralien übrig bleiben. Darum auch Mineralisation. Jetzt gibt es aber noch den anderen Fall, nämlich wir müssen uns klar machen, diese Mineralisation, die findet nur dann statt, wenn wir auch wirklich, wirklich gute Bedingungen haben. Das heißt, das Wasser muss stimmen, die Temperatur muss stimmen. Also beides im Mittelfeld. Nicht zu hoch, nicht zu wenig. Und dann ist ein vollständiger Abbau meistens möglich, es sei denn, auch wenn beides stimmt, Wasser da ist, Temperatur da ist, wir haben noch gar keine Mikroorganismen da, die das alles zersetzen können. Das kann zum Beispiel der Fall sein, wenn wir es mit einem vulkanischen Boden zu tun haben, der 100 Jahre alt ist. Der ist vor 100 Jahren blubber, blubber, fließ und jetzt liegt er da. Und jetzt landet da ein Blatt drauf. Ja, das kann da im Grunde nochmal 100 Jahre liegen bleiben, wenn es nicht weggeweht wird. Oder jemand sammelt es ein oder sonst was. Oder es fällt was anderes drauf. Aber theoretisch wäre dann eine ganz, ganz lange Verweildauer möglich. Einfach schlicht und ergreifend, weil auf dieser ganz frischen Lava, da müssen die Mikroorganismen erstmal hinkommen. Jetzt sind die zwar zum Teil durchaus recht mobil und können mit dem Wind verweht werden. Vom Winde verweht. Oder werden vom nächsten Vogel, der da mal kurz drauf hockt, ein paar da gelassen. Weil halt in seinem Gefieder welche drin hängen und. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Aber trotzdem muss das erstmal im passenden Umfang passieren. Und wenn die da einfach nur hinkommen und es liegt dann nicht ein Blatt, und so ein Blatt hat ja auch seine eigenen Mikroorganismen, die es dann auch gleich mitbringen würde natürlich. Da klebt ja auch alles Mögliche dran, nichts ist steril in der Natur. Aber trotzdem, ohne die vorhandenen Mikroorganismen, ohne das Edaphon, also den belebten Teil des Bodens, der sich erst nach und nach einstellt und nach erst viel wird, ist ein Zersetzungsprozess erstmal nicht möglich. Und auch das ist eine wesentliche Voraussetzung. Zum Beispiel jetzt, um nochmal zurückzukommen zu der Mineralisation geht nicht, was geht denn dann? Nämlich die Humifizierung, nicht Mumifizierung mit M, sondern mit H, Humifizierung. Das ist ein Teilabbau der organischen Substanz, ja, also der unserer Blätter im konkreten Fall. Organische Substanz ist auch noch ein totes Tier, Hinterlassenschaften von Tier, also Dung, Kot, solche Sachen. Abgekaute Fingernägel, Fußnägel oder sonst was, all sowas ist organische verlorene Haare. Da kann ich ein Lied von singen, hier unterm Hut. ja, das sind alles organische Substanz. Letztere bestehen übrigens aus Melanin, Haare, Fingernägel, so ein Zeug, Krallen von Tieren, die Krallen haben. Sehr schwer auch abzubauen. Ist neben Lignin so, dass, also das Zeug, was das Holz zu Holz macht, ne, haben wir schon besprochen gehabt im ersten Teil, ist neben dem Lignin noch das am zweitschwierigsten zu zersetzen und braucht viel Zeit, bis das dann irgendwann abgebaut wird. Auch Knochen halten relativ lange, bis die mal dann klein sind. Gut, jedenfalls, oder Kalkskelette, ja, von Tieren, die ein Kalkskelett haben. Das kann auch schon mal eine Weile dauern. Das ist zwar wasserlöslich, aber auch nicht von jetzt auf morgen, sondern das dauert ein bisschen.
Was wollen die jetzt sagen? Genau, Humifizierung. Humifizierung ist dann quasi nur ein Teilabbau, weil die Bedingungen aus irgendwelchen Gründen nicht ausreichend waren für einen vollständigen Abbau unserer Biomasse. Und bei so einem Teilabbau, da werden die leckeren Sachen rausgeholt. Und um die leckeren Sachen unter schlechten Bedingungen rausholen zu können, braucht's, also den Zucker zum Beispiel, braucht's Hilfe. Hilfe in Form von Chemikalien, die dann von zersetzenden Organismen erstmal abgegeben werden müssen, um quasi eine aggressive Säure einzusetzen, um mit der Säure was anderes hier draus zu lösen, was sie dann wieder essen können. Aber die Säure ist dann trotzdem da. Und die Säure, an die binden dann wieder andere Sachen und dann bildet sich ein Komplex. Ja, aus der Säure und allem möglichen anderen Zeug, was schon im Blatt vorhanden war, was sich jetzt an die Säure gebunden hat. Dabei mag ein bisschen zuckerfrei geworden sein, aber es steckt noch jede Menge Zeug in diesem Säurekomplex jetzt drin. Ist für denjenigen, der unbedingt ein bisschen Zucker haben wollte, egal, der hat seinen Zucker gekriegt und der Einsatz dieser Säure hat sich gelohnt und derjenige, der freut sich jetzt und hat was zu fressen und lutscht am Zucker. Ja? Lutschen natürlich nur im übertragenen Sinne. So, aber dieser Komplex, der jetzt so viele verschiedene chemische Eigenschaften und viele verschiedene kleine chemische Nopselchen, ja, mal ganz vorsichtig zu beschreiben, aufweist, der ist halt ziemlich reaktiv. Und wenn der jetzt mit dem Wasser in die Tiefe vom Boden gespült wird, dann muss er gar nicht sehr tief gespült werden. Und er kommt an der nächsten Sache vorbei, die auch so kleine chemische Nopselchen aufweist. Das kann zum Beispiel ein anderer Huminstoff sein. Also dieser besagte Komplex, den nennt man jetzt einen Huminstoff. Ja? Also ein bei der Humifikation, heißt auch so, oder? Habe ich das eben gesagt? Jetzt muss ich nachlesen. Jetzt habt ihr mich. Humifizierung, Entschuldigung, Humifizierung, ne? Nicht Mumifizierung, Humifizierung. Ja, und was dabei eben gebildet wird, kann sich auch an andere Stoffe, die bei der Humifizierung gebildet werden, die können sich dann auch zusammenkleben. Und dann kann es zum Beispiel passieren, dass die einzelnen Huminstoffe sich einfach so weit zusammenkleben, bis sie den richtigen Knödel bilden und zusammen mit ein paar mineralischen Bestandteilen, die im Boden noch vorhanden sind, bildet sich ein Krümel. Das heißt dann auch wirklich so. Und wenn sich ganz viele Krümel bilden, dann bekommen wir im Boden das, was man ein Krümelgefüge nennt. Heißt, ihr grabt ein Loch und seht in der oberen Schicht des Bodens lauter so Krümel oder der Boden rutscht irgendwo weg und es werden Krümel sichtbar. Dann spricht das eben dafür, dass wir hier einen sehr hohen Humifizierungsgrad im Boden haben, sehr viel Huminstoff an der mineralischen Phase angelagert und eben ein Krümelgefüge mit ganz vielen solchen Krümelchen. Sowas ist sehr, sehr fruchtbar. Das ist ein sehr, sehr guter Boden im Sinne von für Pflanzen, die man reinpflanzt. Aber es gibt hier auch Faktoren, die offensichtlich verhindern, dass sämtliche organische Substanz sofort mineralisiert wird. Sie wird nämlich nur humifiziert. Nicht, dass das schlecht ist, ne? Aber es gibt halt eben diese beiden Prozesse in der Natur. Das kann man ja vielleicht mal wissen. Auch ein typischer Fall ist bei Böden, die zum Beispiel viel Ton enthalten. Ton ist klebrig. Ja? Man kann damit töpfern, man kann damit lustige Kugeln machen, Leute damit abschmeißen, tolle Dreckbomben und sowas. Ich spreche aus Erfahrung, aus der frühen Kindheit. Ne? Ton ist aber auch dahingehend klebrig, dass da Huminstoffe ebenfalls dran kleben können und bilden dann einen Ton-Humus-Komplex. Auch sowas ist hochgradig fruchtbar. Aber auch nicht immer zersetzbar für einfache Pflanzen. Auch Pflanzen müssen dann wieder, wie bei der Herstellung von diesen Humuskomplexen, müssen auch Pflanzen jetzt wieder Säuren einsetzen, vorzugsweise Säuren, um diesen Komplex wieder kaputt zu machen und da die ganzen guten Sachen jetzt wieder rauszuholen, die sie für ihr eigenes Wachstum wieder brauchen. Ja? Also die Mikroorganismen machen aus dem Rest der Pflanze etwas, was die Pflanze nicht brauchen kann. Die macht es dann wieder kaputt, nimmt davon einen Teil wieder auf, schmeißt dann wieder Blätter runter, woraus die Mikroorganismen wieder was machen, was die Pflanze nicht brauchen kann. Und das alles immer unter Einsatz von Säure. Und das ist ein Thema,
weil irgendwann ist der Boden dann recht sauer. Das ist auch der Grund, weshalb die, also einer der Gründe, weshalb die meisten Böden, die wir auf dem Planeten so haben, nach und nach halt immer saurer werden, was auch kein großes Problem ist, weil alle paar Millionen Jahre kommt dann ja irgendwann mal wieder diese, oder alle paar hundert Millionen Jahre, ist ja auch nicht so lange hin, wird der Boden ja irgendwann mal subduziert, also sprich unter die oberste Erdplatte drunter geschoben, wird schön aufgeschmolzen zu neuem Magma, dann wird eh alles wieder nochmal neu durchgemischt und irgendwo als Vulkan kommt das Ganze wieder frisch raus und ist wieder frisch mit sämtlichen Nährstoffen und einem hohen pH-Wert ausgestattet, bis sich daraus wieder ein Boden bildet, dann jede Menge Zeug drauf fällt, das wiederum mit so organischen Säuren zersetzt wird und der Boden immer saurer wird, bis er dann wieder irgendwann in dem Magma landet und so weiter, alles ein ewiger Kreislauf, der König der Löwen lässt mal wieder grüßen. So. Aber trotzdem diese Humifizierung grundsätzlich etwas, was zu sehr, sehr fruchtbaren Böden führt, was aber nur ablaufen kann, wenn die Bedingungen für Pflanzenwachstum und für biologische Zersetzung nicht gut sind. Also zu kalt, zu nass, zu trocken, all sowas. Ja? Bei zu trocken wird nicht allzu viel Humus gebildet werden, weil da gar keine Pflanzen wachsen können, die Humus bilden könnten, also die die Grundlage für Humus, nämlich Laub, zur Verfügung stellen würden. Aber bei zum Beispiel zu nass gibt es schon Pflanzen, die darauf angepasst sind, die da dann wachsen, deren Material dann auch irgendwann abstirbt, aber quasi nicht umgesetzt werden kann, weil die Bedingungen dafür zu schlecht sind. Das Extrembeispiel dazu ist ein Hochmoor. Da findet quasi überhaupt keine Humifizierung, selbst die Humifizierung findet schon nur auf einem ganz minimalen Niveau statt, dass das Zeug nämlich zu Torf wird. Torf ist kaum abgebaut, drum ist Torf dann, wenn man dem das Wasser entzieht und das saure Wasser, was im Moor herrscht, dann ist Torf ein hervorragender Dünger und leider immer noch in ganz vielen Blumenerden drin, die dann dummerweise mit Torf arbeiten, um eben ihre Düngewirkung zu erzeugen. Torf wäre allerdings viel zu wertvoll, um ihn auf diese Weise zu verschwenden, meiner Meinung nach, den sollte man im Moor lassen, aber das führt jetzt zu weit. Anderes Beispiel, die Mongolei. Die Mongolei hat Böden, die haben eine unglaublich tiefe Ton-Humus-Komplexschicht, sozusagen, also einen unglaublich tiefen Humus angereicherten Boden, weil da alles nur sehr wenig abgebaut werden kann, also nur humifiziert, nicht mineralisiert werden kann. Und wenn da mal richtig viel Wasser und richtig viel, es ist trocken und kalt, die Mongolei, wäre es da warm und feucht, dann könnte man da wahrscheinlich 120 Jahre lang Ackerbau ohne Ende betreiben, ohne auch nur einmal nachdüngen zu müssen, bis diese Böden dann wirklich mal, okay, weil nicht ganz so lange, aber bis diese Böden mal ausgedörrt sind, bis diese über Jahrhunderte und Jahrtausende angereicherten Nährstoffvorräte da verbraucht sind, das würde eine ganze Weile dauern. Ne? So. Also Humifizierung, einerseits was Tolles, weil es Nährstoffvorräte anlegt, andererseits ein Zeichen dafür, dass eine Mineralisation nicht vollständig möglich gewesen ist. Ja, aber auch da gibt es natürlich nochmal Ausnahmen. Es gibt auch sehr, sehr fruchtbare Böden unter perfekten Bedingungen, die trotzdem sehr viele Huminstoffe, Humifizierung und nur wenig Mineralisation zulassen. Einfach weil schon so viele andere Huminstoffe da sind oder zum Beispiel Tiere da sind, die Huminstoffe fördern. Damit dann mehr Huminstoffe an den Huminstoffen kleben bleiben und die dann wiederum mehr zu fressen haben. Als wenn das gleich mineralisiert wird, dann ist es ja weg, dann haben sie ja nichts mehr davon. Die legen auf diesem Wege sozusagen Vorräte an. Aber das ist ein Thema, das ist insgesamt wahnsinnig schwierig und wahnsinnig komplex und es gibt da nichts, was es nicht gibt. Wie überall in der Natur, ja, gibt es ja grundsätzlich nichts, was es nicht gibt. Und ganz viele verschiedene Beispiele für verschiedene Prozesse, die da eine Rolle spielen können. Ich finde das aber äußerst spannend, dass letztendlich die Zersetzung von unserem Laub, auch von unserer ganz normalen Kulturerdbeere, ein ewiger Kreislauf ist. Das, was da drin steckt, geht wieder in den Boden, geht wieder in die Pflanze, geht wieder auf den Boden, geht wieder in die Pflanze. Mal früher, mal später. Ja? Aber irgendwann kommt es dazu. Und das macht Freude. Ja?
Und wenn wir mal das Zeitliche segnen, gehen wir übrigens auch in die Pflanze, von der Pflanze, vermutlich irgendwann in die Kuh zum Beispiel. Und dann wiederum über den Kuhdung, wieder in den Boden, wieder in eine andere Pflanze. Und vielleicht auch irgendwann in eine Kuh, die dann von einem Wolf gefressen wird, dann in den Wolf. Und über den Wolfdung wieder in eine Pflanze. Und bis dann irgendwann vielleicht mal in die Möhre und dann möglicherweise in einem anderen Menschen. Und jetzt kann man da mit dem Buddhismus kommen, dass dann die ganze Sache mit der Wiedergeburt sehr wichtig ist und man deswegen vielleicht lieber Vegetarier sein sollte, weil man könnte seine Großmutter auffuttern. Zumindest Bestandteile seiner Großmutter. Und das jetzt gänzlich ohne Esoterik, weil das Calcium, was mal in der Großmutter drin gewesen ist, könnte auf diesem Wege eben in der Kuh gelandet sein. Aber jetzt hören wir auf und bis morgen, bis zum nächsten Türchen. Ich verabschiede mich und gehe mal den hauen, der da mit der Muttersäge sägt. Nein, der darf ja auch mal sägen, ist ja in Ordnung.